Es wird mir nun auch allmählich klarer, dass es ohne Zäsur, ohne Spalt, ohne Riss, ohne Dualität keine Existenz geben könnte. Es gäbe kein Oben und kein Unten, es gäbe kein Links und kein Rechts, wohin es sich ausdehnte, dehnen könnte. In seinem partikularisierten Sein, in diesem ausgedehnten Raum, oder wie man auch sagt, dieser Leere, was nichts anderes meint als etwas, wohin man sich ausdehnen kann und deshalb ist alles Seiende wert, zugrunde zu gehen, weil es nur im Riss-Kluft-Spalt existieren kann, als bewegtes, als sich bewegendes, partikulares, das seinen Raum zu behaupten versucht, gegenüber anderem Partikularen, ebenfalls in diesem Narbengewebe des Rissspalts, des Materialisierten innerhalb einer rein Nichts-Virtualität von nicht gewordenem Energeia-Glücksnexus ohne jegliches Sein, vor jeglichem Sein. Freiheit, Zwieundeutlichkeit, Spaltung, Dualität haftet der Existenz an. Und deshalb kam Parmenides auf die Gedanken, dass das Sein ohne Raum, unveränderlich, unverrückbar, ohne Bewegung, ohne Heraklits, ewiges Fließen, geschlossen ganz und so weiter sein müsse. Eben eins und nicht zwei. Die Einheit im Uterus, bevor die Blase riss und die erste Dualität, die imaginäre Dualität mit der Erschöpferin, der erschöpften Erschöpferin sich einstellte als Kugelfisch zu seinem kleinen Abzweig.